Hallihallo und herzlich willkommen zu dem Start der Life is Feudal Let's Play-Reihe. Hier mal wieder mit Futschel, Kaffee und Tava. Hallo. Das hat wunderbar funktioniert. Habt ihr euch abgesprochen? Habt ihr nebenbei gezählt? Nicht Nein, wir haben uns wirklich. nur angeguckt. Nur angeguckt, ja, das reicht ja, wenn man sich schon ohne Worte versteht. Wunderbar, wunderbar. So. Erklärung, als erstes mal. Ihr seht schon, wir sind im Spiel drin. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Let's Play. Wir haben ja in der letzten Folge, die wir noch Let's Show gemacht haben, erklärt, dass wir vom Let's Show zum Let's Play übergehen. Deswegen neuer Server, wir sind wieder nackig, wir haben nichts im Inventar, wir nerven euch nur total und müssen uns jetzt erstmal wieder finden. Ist hier so Selbstfindungstrippe und so. Bin ich voll Peace drauf, Alter. Geht voll ab hier. Chill mal. Willst du eigentlich noch irgendwas erklären, oder? Möchte ich jetzt noch was erklären? Also wir haben in der Infofolge vorher erzählt, dass wir jetzt mit dem Let's Play anfangen. Server-Stats-Werte und Code, glaube ich, braucht keiner. Das kriegen die während des Spiels mit, wie wir uns das alles eingestellt haben. Und ich würde mal sagen, wir gehen in die erste Folge, wo wir quasi uns zueinander finden und wo wir nach und nach ein paar Sachen erklären, die im Spiel wichtig sind. Und ich stehe am Strand. Yay! Beach Party! Geht auf, ach so, ne? Jetzt sind Ja, die alle geht blind, auf, jetzt die sind geht alle auf, die blind. Sonne, die geht auf, die Sonne, die geht ganz einfach. Ja, die geht auf. So, was ist jetzt erstmal wichtig? Erstmal die Steuerung, ne? Man landet direkt im ich arbeite mit meinem Inventarmodus, da kommt man raus, indem man die Tab-Taste drückt, dann kann man sich zumindest in der Welt umsehen und bewegen und laufen tut man mit. Muss mal gerade gucken. Ja, genau, WASD oder alternativ den Pfeiltasten, je nachdem, wie man da persönlich eingestellt ist. Sprinten mit der Genau. Shift-Taste. Also gedrückte Shift-Taste und W zum Vorwärtslaufen. Man kann, glaube ich, auch Caps anmachen und dann läuft da. Wenn man Caps wieder ausmacht, geht. Da geht nämlich auch, kann man sich sogar so safen. Ist das nicht lustig? Das geht bei mir gar nicht. Geht bei dir Einfach mal von nicht? der anderen Seite zu Mit Caps, sehen. das geht bei mir nicht. Bei meiner Tastatur passt das. Wenn ich Caps Lock anmache, dann sprintet er. Wenn ich Caps Lock ausmache, dann bleibt er wieder im G-Tempo. Boah. Vielleicht hat es das so eingestellt, dass es mit Captain noch funktioniert. Das kann auch sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr, ob das in den Options irgendwo drinne war. Auf jeden Fall gehen wir mal Also auf hier die, Feature. Ich mag gehen wir Feature mal in nicht, die wenn andere das sagt. Ansicht. Hier externe Ansicht, ne, mit C wechselt man auf die. Ist das denn die dritte Person? Weil wenn ich mit C mache, ist das die First Person und wenn ich hinter mir stehe, ist das Second Person? Ich weiß gar nicht, wie die Ansicht heißt. Guck mal bitte Es ins gibt neues Inventar. Futter dabei und dafür nur noch zwei Kekse. Und ich soll ins Inventar gucken. Mit I öffnen wir das Inventar. Was haben wir denn da? Eine Scheibe Brot? Ja, ein Brot. Sehr Ist cool. gut, bei uns ist Beefsteak. Bei mir ist Cookies und Fried Salmon. Und bei mir ist Beefsteak. Ja, dann liegt das an den verschiedenen Klassen, die wir wohl spielen. Das Das ist ist ja geil. witzig. Also ich habe ein Brot, zwei Kekse und meine Kutte. Also Du kannst doppelklicken. sogar repairen mittlerweile. Du kannst doppelklicken. Scheiße. Schön. Genau, Kevin, was du noch kurz erklären solltest, ist die Handhabung mit dem Chat da unten rechts. Die Dass man da Handhabung mit dem Chat. die ganzen Global-Dinger alle zumachen kann und nur ein Global aufladen sollte. Weil sonst alle Global-Fenster nerven. Also ich habe nur ein Local, ein System und ein Global-Fenster offen. Deswegen bin ich gerade irritiert, wo du die ganzen Chat-Fenster her hast. Bei mir waren gerade 20 Global-Fenster offen. Also sollten mehrere offen sein, solltet ihr alle Globals zumachen. Das kann mal passieren, dass es noch so ein leichter macht. Genau. Nur dass ein Global, ein System und ein Local da ist. Die reichen nämlich. So, ja. Gut. Die Karte können wir auch gut gebrauchen. Sehen wir da oben rechts. Die können wir uns, wenn wir da oben auf das Schraubenschlüsselchen klicken, was man schlecht sieht, mal einstellen. Die Transparenz der ganzen Karte. Ich spiele gerne mit 70%, weil es dann definitiv im Monitor hervorsticht. Wenn wir auf das Schloss klicken und das aufmachen, dann ist die Karte weg, wenn wir im Spielmodus sind, sage ich jetzt mal. Wenn wir im Menümodus sind mit der Tab-Taste, dann sehen wir die Karte wieder und wenn wir das Schloss wieder schließen, dann bleibt sie fest an der Position. So wie wir die eingestellt und hingeschoben haben.
Was ist jetzt noch wichtig? Dass wir uns einigen, wo wir uns gleich treffen, glaube ich. Ich vermute mal wieder Standard-Dings, ne? Also wie immer links vom See. Nee, rechts vom See. Rechts unten im See. Ja. Genau, rechts unterm See. Obwohl, wir könnten auch rechts unten die Lichtung nehmen. Die große Lichtung bei der Insel? Ja, die sieht groß aus. Ansonsten, wie gesagt, mir ist es egal, wir können auch wieder an den See gehen. Wir können ja auch mal was anderes machen. Wir können doch mal was anderes machen und nehmen die Lichtung. Ja. Wir gehen zur Lichtung. Gut, auf dem Weg dahin kann man noch so ein paar Sachen mitmachen. Das ist ganz gut. Dann können wir ein paar Äpfel suchen zwischendurch oder so wie hier. Das ist gerade den großen Baum. So, Rechtsklick. Forestry und dann war das Snap a Branch, ne? Snap off a Branch, um so ein Stöckchen zu kriegen. Ja. Genau, das machen wir jetzt auch. Und dann können wir auch gleich nachlesen im Systemchat ist das, glaube ich. Welche Punkte wir denn dafür kriegen. Genau. Erst einmal nervt er mich mit einer Message, your constitution has increased by 0,0245 und jetzt habe ich 12,02. Ich setze das Häkchen, damit soll er mich zumindest nicht mehr in-game nerven, das soll er immer schön unten in den Chat schreiben, so wie alles andere auch. Das finde ich viel angenehmer. Ich habe nicht nur ein Bauer, das sind gleich drei. So, dann können wir get a sprout is default. Wir können ja auch Sachen mit dem Rechtsklick von dem Menü hier auswählen, das ist dann die Standardaktivität, die er dann immer ausführt, wenn wir einen Linksklick auf den Baum machen. Da habe ich mir jetzt das Stecker drauf pflücken gelegt. Also jedes Mal, wenn ich einen Linksklick auf den Baum mache, versucht er sich einen Stock abzubrechen. Ja. Wofür ist der Stock wichtig? Ganz klar, Werkzeuge basteln. Aber da reichen Stöcker alleine nicht aus. Wir brauchen dafür natürlich auch. Lügst die Leute doch nicht an. Du hast den Stock jetzt nur mitgenommen, um mehr als über die Irmel zu ziehen, wenn du mich triffst. Ja, natürlich, um ihn hinten reinzuschieben, wie immer. Aber weißt du das denn, dass ich das mag? Ja, wir spielen das schon so oft zusammen, weißt du? Langsam merkt man sich das. Die Vorlieben des anderen. Nein, Spaß. Also, ne, Werkzeuge basteln. Wir brauchen dann auch noch Feuersteine, also Flintstones dafür. Was du noch erklären könntest, ist hier die Gesten und so reinziehen. Gesten und so reinziehen, ja. Ich hab da ja schon standardmäßig 4 Stück drinne. Nein, Quatsch, 8. Das rede ich hier wieder. Ich kann nicht mehr zählen, seht ihr? Ganz schlimm mit mir. Die ersten 4 sind fürs Kämpfen und die nächsten 4 sind auf jeden Fall so menschlicher Natur. Brauchen wir dann das Skillbuch hier auf L, genau. Dann geht das Crafting-Skills-Buch auf, was wir gar nicht brauchen, glaube ich. Da war das doch war da mit drinne. Und zwar unten rechts gibt es das ein oder andere fürs Beten. Gibt es auch Can Praise God. So, Alignment Increase can be used once per day. Das ist so ein bisschen rumbeten. Das kann man so eine Kachel links angeklickt lassen und dann unten in die Menüleiste ziehen. Auf eine der lustigen Zahlen, die man gerade haben will. Ganz wichtig. Das erste von Level 0 ist schon drinne. Prayer for Homecoming, ganz witzig, wenn man ein Haus geowned hat und gestorben ist, kann man sich nach Hause beten. Ganz schöne Sache. Und das andere, ich muss mal eben kurz überlegen, wo war das denn noch drauf? Next Page, ne? Man musste durchblättern. Genau, durchblättern war das. Und dann unter General Actions. Das ist auch ganz viele lustige Emotionen. Ich guck mal eben, ob die hier auch schon drinne sind. Nein, sind sie nicht. Man kann hier 10 Reihen, wo man was reinlegen kann, mit A10 Feldern. Auf dem zweiten sind auch noch mal so ein paar Kriegssachen im Register und auf die dritte könnte man jetzt hier die ganzen General Actions ziehen. Jetzt mal kurz gucken. Macht sogar Sinn, da eine neue Reihe anzufangen und sich da die ganzen Sachen reinzuziehen. Einmal das Sitzen, um sich zu erholen. Dann kann man die ganzen Emotionschips, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Kacheln damit reinziehen. Das hat echt was von Windows 8. Und Windows 10. So. Haben wir die nämlich voll und haben hier alle lustigen Emotionen mit drinne. Ist das nicht witzig? Die könnte man sogar auch alle ausführen. Vorführen. Mach ich doch mal. Zack.
Was should be in war stance to do it? Aha. Okay. Klicke ich da unten drauf, dann war das anders mit den Tasten. Die Fs? Nee. Auch nicht. Da muss man drauf klicken. Wir sind am Ende schon da die ganze Zeit, haben schon alles aufgebaut und Kevin taucht immer noch. Genau, ich komme einfach dazu. Genau, Kevin taucht auch, wenn die Stadtmauer steht, also in 20, 30 Folgen oder so. Genau, und solange stehe ich im Wald und erkläre das Spiel, den Charakter als solches. Machen wir den Erklärbär. Auch den braucht man, ne? Der Soundbar weg ist. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe nämlich gar keinen Sound. Das ist auch ein Soundbug. Also, muss man ja ehrlich sagen, wenn du keinen Sound hast, ist das gut. Hast du keinen Soundbug, das ist richtig. Oder einen ganz großen Soundbug, weil gar kein Sound da ist. Ja, oder so. Bin sowieso mal gespannt. Bist sowieso mal gespannt. Ja. Ist denn jemand schon am Sammeln von den Feuersteinchen? Meine Aufgabe. Nicht meine Aufgabe. Ich habe mir gerade 3 Stück gesammelt, glaube ich, damit ich meine Axt habe oder sowas. Aber ich muss mal gucken, wie viele ich überhaupt angekriegt habe. Ich bin auch gerade am Planfieber rumfummeln. Ist auch noch am Planfieber rumfummeln. Das kann ich gleich auch mal eben machen, damit die Leute sehen, was da ist. Also. Könntest du sowieso alles machen, aber die Crafting Period muss man mal runterstellen, die ist zu lang. Das beeinflusst nämlich das Ladebalken. Ja. Okay. Gut, was können wir denn hier? Wir können prospekten, weil das ein Berg ist. Wir wollen aber, wo ist das denn hier? Kann ich das nicht sammeln? Doch, search for useful Flintstone. So heißt das hier mittlerweile. So, mache ich auch wieder zur Standard-Action, weil wir das im Augenblick sehr stark brauchen. Aber ich finde, das Suchen ist gar nicht so lang. So lang wie sonst auch. Und wir haben einen Flintstone received. Jetzt ein bisschen, verwirrt ist. Ja, stimmt, wir waren ja höher am Level, ne? Ja. Ja. Ne, das davon nicht, das habe ich mir nicht beeinflussen lassen von. Hatte. So, jetzt gucke ich mal nach. Heidi. Scheißdreck. So, 3, 4, 5, 6, 7 Feuersteinchen sammeln. Kann ich gleich mal gucken. Ach, keiner, ja, jetzt sind wir am Arbeiten. Jetzt. Inventar, wir haben die einzelnen Stücke, wie war denn das? Ich muss das als Forest Creature. Mhm. Dann guck mal, wenn du an den Abelbogen siehst. Forest Creature. Create a primitive tool, genau. Das ist dann gleich zum Werkzeuge basteln. Sammeln. Ja. Ich hab zwar auch eben gesammelt, aber der hat, Quality 32. So, dann haben wir hier so ein bisschen Rasenfläche. Da kann man dann mit Nature's Law Gathering Plant Fiber machen. Das sind diese Pflanzenfasern, die wir zum Verbinden, zum Zusammenbinden der einzelnen Komponenten benötigen. Auch ganz wichtig, ja, zum Werkzeug bauen. Sammeln wir auch mal eben ein paar ein. Ja, wir haben auch mit dem Thermos kann auch durchgehen. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist einfach so kalt. D hast du noch nicht erklärt, ne? Was habe ich noch nicht erklärt? D. E? D, Tango. P. P wie Person. Nein. P wie Tasse. Keine Ahnung. Wie Tango. D wie Kaffee. Was für ein Zeug wie Kaffee? Was? Moment. Bin voll raus jetzt. Taste T. Taste T. So, das Equipment vom eigenen Menschen. Equipment. Ja. Er hat's begriffen. Jetzt kommen wir der Sache näher, ja. Also T wie Equipment. T wie Equipment, genau. So, ich schub's mal hier die ganzen Fenster durch die Gegend, damit ich mir hier mit meiner Einstellung noch konform bin, weil ich habe auch P wie Person offen, wo man nochmal alles nachlesen kann. Zu ein, zur Person selbst. Ey, hier bei mir rennt irgendwer rum. Oder ich höre Viecher. Bin mir da jetzt nicht sicher. Nein, hinter mir steht jemand, der haut mich. Ein Plumpsklo, was mich haut. Wo hast du es denn gefunden? Am Hang. Oh,
oben rechts in auf der Karte. Sagen, es gibt Ärger am Hang. Es gibt Ärger am Hang, ja. Der hat eine Schaufel, die zieht er mir gleich über. Nein, zum Equipment, ja. Was braucht man da groß erklären, ne? Man hat zwei Hände. Man kann bis zu 4 Werkzeuge mit sich rumtragen, kann Schuhe anhaben. Das richtig sehe auch Ringe, Armbänder und einen Helm. Ja, ich jetzt nicht so. Und Ohrringe gibt es mittlerweile auch, könnte man auch haben. Da ist zumindest ein Feld für vorgesehen. Nee, ich glaube immer daneben. Er haut immer daneben, ja, ich sehe das. So. Aber man kann die Schaufel schwingen. Man kann die Schaufel schwingen. Ich komm von hier unten. Ah, die sind ja schon fast an der Lichtung. Ich komm von da, ich brauchte nur einmal... Aua! Der haut mich. Bin nur gewehrt. So, das Ganze macht man mit der Taste R für den Combat-Mode, warum das auch immer auf R liegt. Vielleicht auch für Ragen, für sauer sein. Ich weiß es nicht. Dann kann man sich mit Werkzeugen ausrüsten oder halt auch nur mit der bloßen Faust zuschlagen und jetzt kriege ich einen mit der Axt verpasst. Oder auch nicht. Der haut durch mich durch. Wie witzig ist das denn? Jetzt hat er mich erwischt. Hat ein bisschen wehgetan. Das hat auch ein bisschen wehgetan. Ja. Jetzt lass es aber. So, und jetzt lässt du es aber, genau. Sonst bist du gleich hinüber. Jetzt bin ich gleich hinüber. Das wollen wir ja nicht. Jetzt muss ich ja wieder alles sammeln und neu anlaufen. Wenn das nicht wollen, hast du gesagt. Ja, wer weiß, wo du spawnst. Vielleicht macht Sinn. Vielleicht ja, aber auch nicht. Erzählt, dass man zwei Perspektiven hat. So, dann wollen wir jetzt mal runter zur Lichtung laufen. Wir haben nämlich alles, was wir so brauchen im Inventar. Dafür ignoriert das aber auch ganz schön, ne? Was ignoriere ich? Du hast schon erzählt, dass man zwei Perspektiven hat. Dass du Ego und Third-Person-Perspektive hast. Habe ich am Anfang erklärt. Ja? Ja, erzählt. Kann ich auch zeigen, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist gut. Ah! Ich werde von irgendwas verfolgt und ich weiß nicht, was es ist. Hilfe! Das klingt nach einem Wildschwein, sah auch so aus. Ah! Das sieht geil aus! Ja, er rennt vom Wildschwein weg. Hilfe! Ich werde jetzt nicht zur Hilfe kommen, ich bin ja nicht blöd. Ich höre es auch nicht mehr hinter mir, ich glaube, ich hab's abgehängt. Glaube ich nicht, ich bin auf Flucht. Was ist Flucht? Bei mir die 5. Der Typi, der sich umdreht und nach hinten guckt und einen Stock in der Hand hat und wegrennt. Sieh mal eben gucken hier, warte mal. Da eins da, ja, wäre das aber. Ich hab's abgehängt. Ich sehe da drüben jetzt nur noch einen Kaffee oder so stehen. Oder ist das ein Hirsch? Nein, da steht jemand. Das Plumpsklo steht da. Siehst du. Also Mädels, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber du bist da. Ich bin da. Jetzt hat er mir das wieder zurückgesetzt, dass er hier nach Flintstones suchen soll. Das ist mir ja einer. Dann will mir nicht die Flintstones so nachher. Brauch die noch. So, auf dem Fußboden hat er sich auf jeden Fall gemerkt, dass ich da das Pflanzengewebe einsammeln möchte. So, dann gucken wir nochmal wegen dem Baum, ob wir hier irgendwie nochmal was haben, wo Äpfel dran wachsen. So ein bisschen Nahrungsquelle. Was ist hier ein Apfelbaum? Sieht danach aus. Oh, mal eben. Get a sprout? Nee, snap a branch können wir da tatsächlich einen Baum geben. Ist kein Apfelbaum. Muss ich mich verguckt haben. Ich habe gerade auch ein Default-Control-Setup gefunden. Was? Ist doch gut. Er sagt, welche Tasten was sind. Ist doch gut. Hab ich gerade mal die Tasten gefunden. Das ist doch gut. Dann sag mal die Taste. Rein. Mitgelauscht, Kevin? Ich habe nur die Hälfte mitgekriegt. Irgendwas mit einer Taste. Drück mal F1. F1. Ah. Default-Control-Setup-Einstellungen. Ist mal schön zu zeigen, ne? Ja, kann man mal drüber gucken.
Rotate Kamera V, okay. Charakter Inventar I, Charakter Equipment T, Charakter Skills L, Charakter Stats und Wunden ist P. Ja, ist doch schön. Alles erklärt. Perform Default Ability, linke Maustaste oder E. Kontextmenü, rechte Maustaste oder Q. Ah. Wieder was dazugelernt. Aber dafür sind wir ja da, um zu Let's Playen, um zu lernen. Ich warum denn mit keinem Umlauf sprechen? Ich noch nicht. Takada, takada. Der mag dich nicht. Das ist ein Anti-Ton-Lobby. Ich höre sie ja so. Wenn sie was von mir wollte, war sie leise. Also sonst muss ich gleich mal meine Einstellungen anpassen. Was? Ich höre die Sirene sehr leise, wenn sie was sagt. Von dir wollte ich gar nichts. Ach so. Ich war jetzt gerade mehr so ein Selbstgespräch in die Richtung, warum mir leises Feuer keinen Ton ausspuckt. Ach das. Nee, du hörst sie deswegen leise, das wird auch bei den Zuschauern so ein bisschen so gehen. Weil das Mikrofon natürlich näher an mir steht als an Desiree. Macht ja auch Sinn. Und wenn die jetzt alle nur ihre Stimme hören wollen? Dann sollen sie mir das schreiben. Ich soll meine Karriere an Nagel hängen und Desiree labern lassen. Dann spiele ich nur noch und Desiree kommentiert. Ach so. Das wird dann zwar ähnlich wie so ein Fußballspiel, wo jemand, der keine Ahnung hat, was läuft, davon noch irgendwie darüber redet, aber das macht ja nichts. Das wäre auf jeden Fall auch mal was Lustiges. Und jetzt läuft er durch den Wald. Nee, halt, stopp, gar nicht. Ist ja eine Wiese. Ja, also ich kann wohl schon noch einen Wald von der Wiese unterscheiden. Und so groß wären die Grashalme nur auch, oder nicht? Aber nicht, dass er noch über den Grashalm stolpert und sich dabei wehtut. Ja, hier schrumpft der Mann und so. Dann schreit sie, Baumfeld! Oh, Bumpf! Ums Klofeld. Genau, Klofeld. Da ist was dran. So, ich habe ein paar Flints, ich habe ein paar Stöcker, ich habe ein bisschen Fasergewebe. Ich komme jetzt zum Punkt gelaufen. So. Du musst bloß aufpassen. Du darfst nicht andersrum sagen. Sonst bekommt der Spruch eine andere Bedeutung. Hm? Ja. Wenn sie erst das Feld und nur das Klo sagt. Ach so. Ja, so ein bisschen. Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Plumpsklo. Also ich sag mal so, der Vorteil, den wir da unten haben, ist natürlich, dass wir relativ schnell auf Leben und so reinkommen, ne? Der Nachteil da unten ist halt immer, dass wir zum Prospekten so weit gehen müssen. Boah, hier ist ein Moor, wie cool ist das denn? Das ist gar nicht cool, da versumpfst du drin, wie du Moorst. Was sagen, außerdem gibt's das schon länger. Da bin ich da noch nie lang gelaufen, das ist ja witzig. Wenn du in dem Moor bist, bist du falsch. Ich bin ja auf dem Weg, so querfeld ein. Zu uns runter. Trotzdem bist du durch den Moor läufst falsch. Obwohl, es kann natürlich sein, wir haben da ein Moor, da sind zwei Moore. Und da aus meiner Richtung. One more, two more. Er kommt aus meiner Richtung. Und wenn er die gerade Richtung einhält, dann kommt er nicht durch den Moor. Aber ich habe noch einen Apfelbaum gefunden. Ich könnte noch ein paar Äpfel pflücken hier. Farming, gathering apples. Weiß noch ein paar Apples. Könnte bring mal Sprouts mit. Und dann bringe ich auch mal einen Sprout mit. Genau. Auch wenn die keine Quality haben, ist ja scheißegal. Forestry, get a Sprout. Ganz wichtig, dann können wir nämlich bei uns zu Hause Apfelbäume pflanzen. Hier rechts ist auch ein Moor, was gerade drauf ist, richtig. Gibt auch nur so kleine Sumpfgebiete, glaube ich, ja. Zum Versumpfen! Aber wir haben noch gar nicht keinen Alkohol. Naja, aber Äpfel, wir können ja schon mal anfangen mit Apfelwein. Moorgeist brauen, oder was? Ja, warum nicht? Moorgeist? Nee, Moore nur züchten. Ja. Was willst du züchten? Wir müssen Mohinder züchten, wir müssen das Gewehr erfinden.
Genau, Mohina züchten und das Gewehr erfinden. Aber ich glaube, ich habe auch gerade Apple Gold gefunden. Aber wir haben echt einen Papagei, der hier sitzen. Ja, aber auch einen Mamagei. Nee, immer weil er ständig wiederholt. Darf er doch, er nimmt doch auf. Eben. Also ich nehme die auch auf, aber das ist eher zur Sicherheit. Ja, aber du wiederholst nicht ständig, was er sagt. Doch. Der sagt aber doof. Früher hat er mal gesagt, you receive a sprout und its quality is. You receive apple tree sprout steht bei mir drin. Ja, und da steht hinten die Quality noch dahinter. Stimmt. Und die ist jetzt weg, da steht nur noch die Anzahl da. Ist gar nicht. Also ich bin der Meinung, hier an der Lichtung haben sowieso auch mal Apfelbäume gestanden. An der Lichtung nicht. Südlich davon. An der Bucht. Unten an der? Mhm. Ich war der Meinung, hier oben hätten auch mal welche gestanden. Die haben den unteren Teil der Insel ein bisschen nachmodelliert, finde ich. Und täuscht mich das. Was haben die nachmodelliert? Den südlichen Teil der Insel haben die ein bisschen verändert. Das kann gut sein. So, ich komme jetzt auf jeden Fall unserem Stützpunkt immer näher. Ich versuche den Wald hier. Und mein Typ ist schlafständig. Wie viel Constitution hast du eigentlich gesamt, Kevin? Constitution, das ist diese Ausdauerleiste da, ne? Der unterste Balken. 109. Oh Gott, ich habe nicht Folge nur 10. Ich sagen, das siehst du doch aber, wie viel du hast, auch wenn du es nicht ganz voll hast. Nee, das sehe ich nur, dass ich 104 habe, aber fehlt ja schon was. Ja, der sagt ja aber bei mir zum Beispiel 115 von 115. Ja. Aber der sagt bei mir die 110 nur, wenn die Balken voll ist. Sobald der grüne Balken verbraucht sich ja. Und eigentlich sollte er sich auch nur regenerieren bis zum Ende von dem orangen Balken, bevor man von der Farbe drin ist. Grün und lila, grün und gelb, nicht grün und lila. So, ich stehe auf der Lichtung, wo versteckt ihr euch? Ich bin am Waldrand dann im Baum. So, offiziell müsste ich jetzt laut Minimum in der Lichtung sein, aber. Ja, kommt da vorne erst. Oh, Game hängt, was ist da los? Aha, stehen geblieben, einfach so. Interessant. Du? Ich hab gerade irgendwie so einen heftigen Game-Ruckler gehabt, ja. Und wo aus bist du rangerauscht hier? Ich sehe eigentlich, wer über die Richtung laufen. Bleibt derjenige mal stehen? Ich stehe jetzt in der Mitte. Also, das könnte ich sein. Nee, das ist Kevin, der steht mitten in der Mitte von der Richtung. Da hinten kommt so ein Pixel angelaufen, da ist jemand, ja. In welche Richtung? Von oben oder von unten? Kommt von. Also wenn ich mir die Karte angucke, kommt er von Westen her gelaufen. Aus dem Wald. Jetzt ist er stehen geblieben. Ja, das ist Desiree. Die habe ich jetzt vor mir rechts. Und hinter dir komme ich. Übrigens hatte ich auch gerade einen riesengroßen Game-Ruckler, wo ich für Licht rausgelaufen bin. Ach da kommt Plumpsklo angelaufen. Rechts von dir, Schatz. Rechts. Ja, da jump. Das ist aller Wikinger hier, guck dir das an. Schick. Ja, mittlerweile finde ich Life is Feudal echt cool, da man ja männlich und weibliche Skills haben kann. Jetzt Gangbang. Wie ging das denn noch? Warte. Du hältst sie fest und ich darf ran, dann halte ich sie fest und du darfst ran. Wie war das noch? Da gab's doch eine Emotion für. Welche war das denn? Genau, da gab's eine Emotion für. Ich guck auch gerade mal. Nein, die war das nicht, das war das Lachen. Nein, das Anlocken auch nicht. Das Tanzen. Wo waren die denn drin? Social Life waren die darüber mit drin, ne? Gucken wir jetzt das Tanzen, das ist auch cool. Jetzt gehen wir so doch alle durch, bis ich die gefunden habe, die ich meine. Nee, die war das auch, ist klar.
Ordnungsgeschichte auch nicht. War das der? Ne, das ist das Winken. Glaub. Der war das. Der war das. Der Finger. Stimmt, der war das. Der Finger. Die Provokation. Habt ihr das Klingeln gehört? Nein, das haben sie nicht gehört. Die sind taub. Oh Mann, ey, unsere Zuschauer sind taub. Du hast auch Fragen, ey. Junge. Egal, was du nimmst, hör auf damit. Ja, muss ich ja in Zukunft die Apfelschorle aus dem Kopf lassen. Oder lass die Oropax weg. Das Klingeln gehört. Also ich frag dich mal, also wirklich. Ich finde das ganz passend. Wir haben jetzt einen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wieder hier. Wir haben eine Einführungsfolge hinter uns. Haben so ein bisschen was erzählt. Ich habe schon als erstes davon die ersten Werkzeuge. Ja, für genau. Werkzeug herstellen seid ihr zuständig. Ja, machen wir danach gleich. Ja, würde ich sagen, ne, hier ein kleines Folgenende und nächste Folge geht dann bei mir weiter. Genau, die seht ihr dann da. Ich bin Rechner und winke rum, obwohl mich kein Schwein sieht. Ja, Schicksal und so. So ein Mist, ey. Schicksal und so. Also, wie ihr jetzt wahrscheinlich aus dem Satz gehört habt, wir wollen das so machen, dass wir nach jeder Folge wechseln. Das heißt, erste Folge jetzt beim Kevin, zweite Folge gleich im Anschluss auch noch aufgenommen, dann bei mir und dann so weiter. Genau, im Stream ist das eigentlich nichts anderes, wie dass wir jetzt ganz kurz, ne, so ein paar Augenblicke. Die Fresse halten und, Genau. Ach so. Bis später.